Ich freue mich sehr über die Veröffentlichung meiner neuen Aufnahme mit zwei Violinkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Ensemble Charts unter Leitung von Gábor Takács-Neuss. Charts ist ein ganz besonderes Musikerkollektiv, das besticht durch Frische, und es freut mich unglaublich, dass wir bereits zusammen die dritte Produktion für die CD machen konnten. Wir haben diese Aufnahme ursprünglich im Jahre 2018 im Herbst, quasi direkt im Anschluss an mein Debütkonzert beim Lucerne Festival, gemacht. Und ich war irgendwie dann mit dem Ergebnis, mit meinem eigenen Spiel im Vergleich zu der unglaublichen Energie des Ensembles und was der Dirigent Gábor Takács reingebracht hat, nicht ganz glücklich und habe irgendwie gemischte Gefühle gehabt. Als dann im März 2020 die klassische Musikwelt wegen Corona plötzlich stillstand, traf es mich wie ein Blitz. Ich hatte den Eindruck, dass als erstes wahrscheinlich wieder CD-Aufnahmen möglich sein werden und dass alle Musiker nach dieser Zwangspause hungrig sein werden, zusammen zu spielen. Und so habe ich ganz kühn die Entscheidung getroffen, die CD einfach nochmal neu aufzunehmen, mit den gleichen Musikern am gleichen Ort, was ein enormer Aufwand ist und was aber dank wahnsinnig viel Einsatz und Begeisterungsfähigkeit von allen Beteiligten gut geklappt hat. Ich bin unglaublich glücklich, dass das Ensemble Charts und der Dirigent Gábor Takács und der künstlerische Leiter Andreas Fleck so offen und begeisterungsfähig waren für diese Idee, die Aufnahme noch einmal neu zu machen. Heutzutage werden Aufnahmen mit möglichst kleinem Budget gemacht und in möglichst kurzer Zeit. So glaube ich, dass wir auf diese Art wirklich eine frische und elektrisierende Aufnahme geschafft haben, und ich hoffe sehr, dass das Publikum die gleiche Freude oder diese Energie, die wir verspürt haben in der Produktion dieser Aufnahme, spüren wird und daran Freude haben wird.